Bei uns dreht sich diese Woche viel um den Wissenschaftspreis. Wir sind nämlich nominiert worden und haben erfahren, dass wir es in die nächste Runde geschafft haben. Mein Name ist Franziska Pohlmann, ich bin Filmregisseurin und gemeinsam mit der Gründerplattform auch in dieser Staffel wieder unterwegs, 10 Unternehmerinnen auf ihrem Weg zu begleiten. Diese Woche seht ihr wieder Hempy Period, Turn und Ecofiber und was es mit dem Wissenschaftspreis auf sich hat. Dazu schaltet ein. Merit und Michelle von Ecofiber. Wir stellen nachhaltigen Zellstoff aus Ananaspflanzen her. Wir sind gerade in Duisburg, wir sitzen in unserem Hotelzimmer, denn wir nehmen an der Impact Factory teil. Merit, ich habe eine Frage an dich. Warum nehmen wir überhaupt hier am Accelerator teil? Wir haben sowas ja eigentlich schon mal gemacht. Ja, das Coole jetzt ja bei der Impact Factory ist, dass die ja nicht nur so ein Anfängerprogramm haben, sondern dass sie auch ein Ramp-Up-Programramm haben, sodass wir jetzt nochmal neue Sachen lernen. Das heißt, wir kriegen vor allem nochmal ganz viel Wissen zum Thema Markteinführung. Wir haben zwar schon jede Menge potenzielle KundInnen, aber ich glaube, auch auf dem Bereich können wir nochmal gut was dazulernen. Und zusätzlich ist es natürlich auch so, dass bei einem Startup hat man immer wieder Themen, wo man Feedback braucht, wo man Sparring braucht, wo man mal eben über ein Dokument drüber schauen lassen möchte. Und hier bei der Impact Factory haben wir eben die Möglichkeit, einfach mal was rüberzuschicken, Feedback einzufordern, nächste Schritte abzusprechen und so ein Mentoring zu haben in einer intensiveren Form, als man es sonst so hätte. Michelle, fällt dir denn noch was ein? Ja, wenn ich drüber nachdenke, finde ich super spannend, unser Netzwerk auch ein bisschen weiter auszubauen. Also wir haben ja in Niedersachsen ein ziemlich gutes Netzwerk mit anderen Startups oder auch mit MentorInnen. Wir kennen uns da ziemlich gut aus und es ist mal cool zu sehen, was so in NRW jetzt in diesem Fall oder auch in ganz Deutschland einfach für Ideen unterwegs sind, weil es auch immer super inspirierend ist mit anderen GründerInnen. Also auch was wir jetzt gerade im Rahmen des CreateF auch erleben, nochmal im Rahmen solcher Veranstaltungen einfach mit anderen in den Austausch zu kommen. Das finde ich echt ganz cool. Genau, heute ist Montag, ich war ein bisschen in der Uni und jetzt fahre ich nach Hamburg zum Training, also zum Synchronschwimmen, aber heute als Trainerin. Dann geht's heute Abend wieder zurück nach Lüneburg. Genau. Amelie und ich hatten gerade unseren wöchentlichen Zoom-Call, der war jetzt nur 2 Stunden ungefähr, weil ich jetzt Training habe. Es ist jetzt schon 18 Uhr und ja, jetzt mache ich mich schnell auf den Weg. Okay, dann stellt man für die Zielkunden Stellvertreter. Hello, wir hatten gerade ein Zoom-Gespräch mit dem Gründungsberater von unserer Uni, einfach noch so um ein paar Fragen zu klären, die wir noch haben zum Thema Kapitalbedarf und so, und es war sehr aufschlussreich und jetzt wissen wir, woran wir am Wochenende noch so arbeiten und jetzt muss ich ganz schnell los. Hey, hier ist Amelie von Hempy Period. Die vergangene Woche war ultra viel los bei mir, weil wir Klausurenphase hatten, deswegen hatte ich viel gelernt, wir hatten auch Präsentationen und heute war tatsächlich meine letzte Präsentation, jetzt bin ich endlich durch und ja, dementsprechend hatte ich tatsächlich diese Woche gar nicht so viel Zeit für Hempy. Wir haben uns aber, Agnes und ich, haben uns mit dem Gründungsberater von der Leuphana trotz dessen getroffen und nochmal Feedback eingeholt zu unserer Bewerbung für unser Stipendium und haben da noch einige Punkte, die wir sozusagen ausbessern werden diese Woche. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, nochmal jemand anderes zu haben, der sich das anguckt. Jetzt diese Woche startet auf jeden Fall mit voller Konzentration für Hempy, da meine Uni jetzt hier durch ist und ich jetzt sozusagen ja 100% da reinstecken kann. Moin aus Hamburg, hier ist Eva von Törn und ich sitze heute im Homeoffice hier in Hamburg. Und habe heute ganz viel Papier bei mir und ein paar Stifte.
denn wir werden kreativ. Diese Woche geht es bei uns sehr viel um UX-Design, UX-Research, also User-Experience-Design und User-Experience-Research. Wir versetzen uns in unsere NutzerInnen und Nutzer hinein und skizzieren mal entlang der Customer Journey, welche Bausteine wir in einem Online-Shop verändern müssen, sodass die NutzerInnen den Retourenprozess und den Shoppingprozess mit Turn einfach verstehen. Parallel zu mir arbeitet genau an dem gleichen Projekt auch unsere neue Praktikantin Alexa. Hallo, ich bin Ellie und mache gerade mein Praktikum bei Turn als UX- und UI-Designerin. Und wir haben uns jetzt ein 2-Stunden-Zeitfenster gesetzt, in dem wir auf Papier skizzieren, was unsere Ideen dazu sind, welche Bausteine wir im Text im Shop ergänzen müssen und treffen uns dann und besprechen das. Das heißt, time is ticking, ich fange jetzt mal an und wir sehen uns später. So, keine 5 Minuten später kann ich euch schon zeigen, was ich mir Kreatives überlegt habe. Ich habe hier ein bisschen rumgescribbelt und mich ganz konkret mit 2 Seiten in diesem Online-Shop beschäftigt. Nämlich einmal mit der Sustainability-Seite, also der Seite, um die es um Nachhaltigkeit geht. Und einmal die Seite Rückversand, also eine Infoseite. Und das ist natürlich noch sehr grob, das nennt man dann Low-Fidelity-Mockups. Um das Ganze jetzt ein bisschen konkreter zu machen, geht es für mich wieder digital in mein Grafikprogramm. Bei uns dreht sich diese Woche viel um den Wissenschaftspreis. Wir sind nämlich nominiert worden und haben erfahren, dass wir es in die nächste Runde geschafft haben. Hallo, hallo, hier ist Michelle von Ecofiber. Es ist Freitag, 6 Uhr am Morgen und ich stehe gerade in Hannover am Hauptbahnhof. Es geht nämlich heute nach Köln und ich fahre nicht alleine, sondern mit Niklas und Julian. Und ein großer Tag steht an. Ihr könnt uns die Daumen drücken. Es ist Montagmittag. Ich bin mittlerweile angekommen in Bielefeld. Ich bin nämlich diese Woche beim Qualitätsmanagement-Seminar hier in Bielefeld und werde zum Qualitätsmanagement-Beauftragten ausgebildet. Bin heute Morgen schon ganz früh mit dem Zug hergefahren und bin jetzt bis Donnerstag erstmal hier. Hallöchen, es ist Dienstag, ungefähr 17.30 Uhr und ich bin auf dem Weg zu Steffi und ihrem Mitgründer von Plants Energy. Die sitzen ja hier in Bielefeld und ich dachte, es wäre ganz schön, die jetzt auch mal hier zu besuchen. Es ist Freitag, 15.50 Uhr. Ich wollte noch mal so ein bisschen berichten von meinem Seminar, auf dem ich jetzt war. Ich bin ja gestern Abend dann zurückgefahren und muss ehrlich sagen, das war echt viel spannender, als ich es erwartet hätte. Also der Dozent hat das wirklich richtig gut gemacht und die Themen sehr real rübergebracht, hat immer viele Beispiele mit gezeigt. Wir haben unser eigenes Unternehmen entwickelt sozusagen, an dem wir dann viele Sachen getestet haben und angewandt haben sozusagen von den ganzen Normen und hat es geschafft, dass dieses Büchlein tatsächlich ganz gut verständlich wurde. Müde, aber glücklich bin ich zurück in Hannover. Es war ein richtig schöner Ausflug nach Köln. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß und haben natürlich auch Kölsch getrunken. Und genau, wir haben heute gepitcht und also wir haben die halbe Stunde sehr gut gefüllt mit unserem Pitch und auch mit einer anschließenden Diskussion. Und es war ein bisschen witzig, weil wir überhaupt nicht wussten, wie eng diese erste Auswahl schon ist und haben dann vor Ort praktisch erfahren, dass es die Top 3 ist und wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Vielleicht gibt es in den nächsten 2 Wochen ja schon News. Ihr dürft uns auf jeden Fall die Daumen gedrückt halten. Ich melde mich heute mal von meinem Ausflug, denn ich habe die letzten beiden Tage super viel für Helmpi gemacht und immer noch an unserer Antragsskizze von unserem Stipendium gearbeitet. Aber deswegen gönne ich mir heute eine Auszeit und bin spontan zu einem Kloster in Barcelona gefahren und bin wirklich überwältigt, wie schön das hier ist. Wir sind gerade endlich inhaltlich mit unserer
Vorhabensbeschreibung fertig geworden. Da war einfach so, also da hing noch so viel mit zusammen. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall nicht nur fürs Stipendium ganz viele gute Unterlagen, sondern auch hoffentlich darüber hinaus. Und ich bin sehr, sehr erleichtert, wenn wir das dann endlich abschicken können. Wahrscheinlich morgen oder morgen werden wir es abschicken. Und ja, jetzt muss ich auf jeden Fall schnell zur Uni und habe einen vollen Tag und habe noch Training und alles. Und diese Woche ist echt wild gewesen. Also ich habe es nicht geschafft, mich irgendwie zu melden, weil einfach alles gerade parallel läuft. Also Uni-Abgaben, Prüfungsphase, der ganze Sport, Happy Period, Arbeit, darüber hinaus Trainerinnenarbeit. Und das ist gerade super viel und alles läuft parallel. Und ich habe so das Gefühl, ich muss 1000 Bälle gleichzeitig jonglieren. Aber ja, Spaß macht es ja trotzdem. Heute ist der 29. Januar, Sonntag. Ich bin gerade bei meinen Eltern in Hamburg und heute ist tatsächlich endlich der Tag, an dem wir unsere Bewerbung für das Stipendium abschicken. Oh mein Gott, uns wird so eine Last von den Schultern fallen dadurch. Okay, senden. Oh mein Gott. Es ist immer noch Sonntagabend. Das ist jetzt mittlerweile. Genau, ich muss zwar noch Uni machen. Und werde auch noch wahrscheinlich einen LinkedIn-Post für Happy Period noch zu Ende machen, um den dann morgen oder die Tage posten zu können. Aber morgen beginnt erstmal die neue Woche und das nächste CreateF-Meeting ist auch morgen und da freue ich mich auch schon drauf. Genau. Hallo, Alina holt mich gerade ab und für uns geht's jetzt nach Berlin. Denn wir fahren, wohin fahren wir? Zur Fashion Week. Yay! Hallo, hier sind wieder Eva und Alina von Törn. Es ist der zweite Messetag und wir sind heute auf dem Fashion Summit. Genau. Und hier geht es heute sehr viel um Nachhaltigkeit. Moin zusammen, hier ist Alina von Törn. Ich befinde mich in Düsseldorf auf der Fashion-Messe Neonyt und Fashion Rooms. Und hier treffe ich sehr viele potenzielle Kunden. Super spannende Gespräche bisher. Ich habe gerade mir einen Panel-Talk angeschaut zu dem Thema Sustainability in Fashion. Und hier war auch der Düsseldorfer Bürgermeister vor Ort und mehrere Akteure, die die Textilbranche nachhaltiger gestalten wollen. Lina und ich haben uns heute auf der Neonyt total zufällig gesehen und getroffen. Ja. Und freuen uns total, dass wir irgendwie uns hier kennengelernt haben, weil ich kenne ja gerade erst von Törn Eva und ich kannte dich noch gar nicht vom Team. Jetzt kennst du mich auch. Und was ich richtig cool fand, ich habe gerade eine Modenschau gesehen von deinen Kleidungsstücken. Mega, mega cool, super inspirierend wieder die Messe hier. Sehr coole Persönlichkeiten, die einfach mehr Nachhaltigkeit in die Textilbranche bringen wollen. Und voll gut, dass wir zusammen auf der gleichen Messe unterwegs sind.